Fahren Sie die Brücke aus, bevor die Testumgebung der Faltwaffe explodiert. Das ist, ich nämlich in einer anderen Zeit ihn nicht habe, das ist das Problem. Von oben her einzusteigen. Was wollen wir hier so rein? Übergebe die Steuerung an Piloten. Feindheiten zerstört. Fortsetzen. Nähern Sie sich dem Zentrum der Ringe so weit wie möglich. Na, Moment, ich sehe gerade was. Ich sehe da was, was du nicht siehst. Das ist toll! So toll, 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 toll. Okay, BT. Pilotensteuerung. Sie müssen sich dem Zentrum der aktiven Ringe in der Vergangenheit so weit es geht nähern. Was ist passiert? Ich weiß es doch auch nicht. Habe ich es geschafft? Habe ich es nicht geschafft? BT? Alter. Wie cool ist das denn? Ja, so gucke ich auch gerade, ey.
voller Mindfuck, Alter. Sowas hab ich noch nicht erlebt, ey. Scan 217 läuft. Was ist los? Scheiße. Was ist passiert? Gute Arbeit, Pilot. Scan abgeschlossen. Laut Anderson hat die IMC vor, den Milizplaneten Harmony mit einer effizienteren Version dieser Waffe zu zerstören. Cooper, unsere Reise ist noch lange nicht vorbei. Die Flotte braucht diese Daten. Und ich brauche einen Kaffee, Digga. Coopers Logbuch. Ich habe Anderson gefunden. Er ist tot. Jetzt müssen wir seine Mission abschließen. Die IMC hat an einem Waffentest kürzlich einen Mond von Typhon zerstört. Allerdings war diese Faltwaffe, die wir gesehen haben, nur ein kleiner Prototyp. Die IMC hat vor, mit einem größeren Modell verschiedene Milizplaneten zu attackieren und das Grenzleuten in die Knie zu zwingen. Der erste Planet auf ihrer Liste ist Harmony. Wir müssen das Oberkommando der Miliz informieren. BT meint, dazu brauchen wir einen Interstellarsender der IMC. Pilot Cooper, Anderson ist tot. Doch wenn wir den Kontakt mit der Flotte wiederherstellen, können wir seine Mission abschließen. Der Interstellarsender dort kommt wie gerufen. Dann hoffen wir mal, dass uns da draußen jemand hört. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wir müssen die Mission fortsetzen. Pilot, der Sender ist genau vor uns. Es wird nicht so einfach, oder? Scans melden minimalen Energiefluss. Reparaturen werden nötig sein. Temperaturen. Verstehe. Mehrere Kontakte in 300 Metern Entfernung. Das ist ein wunderschöner Arsch. Feindkontakt bestätigt. Die Stalker haben offenbar Befehl, den Kontrollraum zu attackieren. Der Nebel enthält Spuren giftiger Chemikalien. Negativ. Der Nebel ist für organische Wesen tödlich. Tot können sie die Mission nicht fortsetzen. Im Cockpit sind sie sicher. Pilot, im Kontrollraum des Senders halten sich Milizeinheiten auf. Sie senden ein Notsignal. Ich stelle durch. Hey, da draußen! Pilot! Hören Sie uns! Wir könnten hier ein bisschen Hilfe brauchen! Wir Captain Cole vom 3. Grenadierregiment! Ich empfehle, wir helfen bei der Neutralisierung dieser Stalker und nehmen dann direkten Kontakt mit den Milizschützen auf. Taktische Option, niedertrampeln. Mein 40-Tonnen-Chassis kann kleinere Gegner zerquetschen. Da haben wir ja. Das ist eine Moro-Mission. Bedrohung neutralisiert. Gute Arbeit. Weiß. Der Sieg hat unsere Kampfleistungsbewertung erhöht. BT-7274 an Miliztruppen. Alle Bedrohungen wurden eliminiert. Sie haben uns den Arsch gerettet. Die Stalker waren einfach nicht tot zu kriegen. Lange hätten wir nicht mehr durchgehalten. Wir öffnen jetzt die Sprengtür. Kommen Sie rein. Wir sind im Aufzug. McCord, holen Sie sie rauf. Ich bin schon oben. Vollschnasses BT. Captain, wie ist der Status des Senders? Der Strom ist ausgefallen. Wir haben keine Kontrolle über den Sender. Wir brauchen so ein Teil, um das System wieder in Gang zu bringen, aber das hier ist kaputt. Gerät, Elektrotool. Funktion, erzeugt bis zu 5 Megajoule Energie. Ja, ja, schon klar. Eine Reparatur? Geht nicht, haben wir schon versucht. Laut unserer Sensoren liegt im Umspannwerk noch eins, aber da kommen wir nicht runter. Dieser Laden wurde einfach nicht für Menschen gebaut. Verstanden. Pilot Cooper, ich rate im Umspannwerk dieser Anlage zu höchster Vorsicht.
Sie müssen das Elektro-Tool bergen. Viel Glück, Sir. Wir haben da unten schon zu viele Männer verloren. Ich dachte, seit der Zerstörung von Demeter fehlt es der IMC an Nachschub. Wir haben eine Menge hirnlose Stalker, das steht fest. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wir mussten dem Massaker drüben am Sender tatenlos zusehen. Ich konnte nichts machen. Wir haben das hier nicht für Menschen gebaut. Hier unten gibt's nur programmierte Drohnen. Und nicht. Dieser Pilot hat's bestimmt drauf. Gut, was Logbuch? Achso. Interesting, Alter. Das war echt eine hammergeile Mission, Leute. Das war echt mega cool. War schon fresh. Ich werde die Leute ein bisschen aufhalten. Marvin Delta 737, bitte melden Sie sich im Sektor Bravo 7. Laden wird von Maschinen gesteuert. Hier gibt's nirgendwo einen Aufzug. Wie soll er durch diesen Laden durchkommen? Wir tun hier unten, was wir können. Ich wünschte, ich könnte sagen, was sie erwartet, aber was es auch ist, ich hoffe, sie kommen damit klar, Pilot. Ist einer. Wie weit es da wohl runtergeht? Es geht langsam die Munition aus. Und die Soldaten. Wir erwarten weitere Stalker. Wir halten sie auf, aber bleiben sie nicht so lange weg. Ja, bitte. Aufpassen, Leute. Diese Stalker kommen aus den Wänden. Haltet die Augen offen. Unser letzter Pilot ist vor ein paar Stunden auch da lang gegangen. Kam nicht wieder. Seien Sie vorsichtig. Jo. Pilot, ich überwache Ihre Fortschritte über Ihr Handdisplay. Der Kanal ist offen, falls Sie Hilfe brauchen. BT, was ist mit den Wänden los? Scanne. Freiliegende Stromkabel. Meiden Sie physischen Kontakt und rücken Sie vorsichtig vor. Hey, du! Okay. BT, was mache ich hier eigentlich? Ihre Mission ist die Beschaffung eines Elektro-Tools. Damit können wir die Energieversorgung reaktivieren und den Sender neu starten. Ich habe seine Energiesignatur im Inneren des Umspannwerks geortet. Warte, Umspannwerk, Sender dran. Energieversorgung äußerst gering. Jetzt will ich jetzt in der Zeit zurückreisen, wisst ihr? Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hier jedenfalls nicht. Von da komme ich. Ich muss da hin. So easy ist das einfach. Unbefugter Mitarbeiter. Rassistisch. Nur weil ich ein Mensch bin oder was? Bam. Uh-uh.